Okay, dann geht's jetzt hier lang. Stand da gerade? War das Nora? War da unter, ne? Nora? Hm. Füße, wo bist du? Geiles Ding. Ich will bestimmt wieder nur mein Schwert haben. Alter. Wessen Fantasie ist das denn entsprungen? Ich bin hier. Die Träne. So. Ich bin hier nochmal runter, du. Hallo? Hey. Oh. Was ist da Äpfel drin, ne? Oh, das sind nicht meine. Haut mich an, ich kann über Wasser gehen. Das erinnert dich an die Schmerzstöcke von den Klingonen? Ernsthaft? Haben schon mehr wie die Hälfte. Steam weiß bloß nur, kommt noch nicht groß hinterher. Auf die andere Seite. Ich will halt wissen, ob da auch noch welche sind. Nicht, dass wir welche verpassen, weil wir brauchen 114 und ich bin gerade bei 78. Ich möchte gerne alle Äpfel haben. Vielleicht kriege ich ja dann einen süßen Kuss von meiner Frau. Also den kriege ich auch ohne. Man zeigt nicht mit seinem knochigen Finger auf Leute. Vor allem nicht, wenn sie noch Auto haben, ja. Das ist wahr. Das ist wahr. Daraus kann man wirklich einen XXL-Apfelkuchen machen. Nee, aber hier ist... Lieber auf Nummer sicher gehen, weil ich auf die andere Seite ja nicht gucken konnte von da oben. Aber guck mal, die Wolken sehen auch aus wie Scheißehaufen. Kackehäufchen, ja. Scheißehaufen. Also das Gefühl gehabt, der, dass die gleich losstürmen und mir aufschlitzen. Aufpieksen. Zinder, das sieht aus wie so ein riesen Hase, der da am Bremsen ist. Hui! Bitte trinken.
Ist das der Äpfel, die der da abwirft? Nee, ah, siehst du, wenn du dann von der Seite guckst. Jetzt sind die normalen Bomben. Ja, ja. Glück gehabt. Ist doch kein Hase, der bremst. Okay. Mal ganz ehrlich, ne? Wer hat sowas im Kopf? Ich bin ja wahnsinnig, ne? Aber... ist irre. Also ich habe jetzt 96, also die werden als Apfelkuchen bezeichnet. Nee, 97. Ich will noch die restlichen haben. Ist nichts dahinter? Haben wir auch gar nicht dahinter? Vielleicht wollen ja noch irgendwo welche verstecken. Oder wir kommen noch später dazu. Wer weiß. Man weiß ja nie. Oder Apfelwein machen. P3, mein Junge. Du lebst. Mehr oder weniger. Genosse Hetchenhoff. Die Regierungskommission. Sie sind tot. Molotows Leiche ist hier. Was ist mit den anderen? Wie viele Leute waren bei ihm? Etwa 15. Einige könnten überlebt haben. Find es heraus. Was zur Hölle ist hier passiert? Wer hat das getan? Die Roboter kamen wohl rein. Du hattest Glück, heil zu entkommen. Genosse Hetchenhoff, die Kommissionsmitglieder sind tot. Alle. Das ist tragisch. Aber es ändert nichts. Kollektiv muss immer noch aktiviert werden. Ganz meine Meinung. Aber was machen wir mit dem toten Politbüro-Mitglied? Wir haben da nicht viele Optionen. Rechts, kümmere dich. Michael, gehe zur Sendeanlage und sorge dafür, dass die Regierungsleitung gekappt ist. Beeil dich. Jawohl, aber der Kreml wird einen Bericht des Genossen Molotow erwarten. Ich werde das Politbüro persönlich über diese Tragödie informieren. Schnell, Michael, wir haben nicht viel Zeit. Links, hilf hier. Wie geht's dir, mein Junge? Nicht gut. Ich habe wieder versagt. Es ist einfach zu viel. Es ist für uns alle zu viel, dieses schreckliche Ereignis.
Was war das? Ein Tribut an die Verstorbenen. Genosse Setschenow, wir haben ein Problem. Der Hauptsender wurde aktiviert. Jemand will dem Westen Informationen zukommen lassen. Wer könnte das getan haben? Es gibt nur zwei Leute, die in der Lage wären. Petrov und Sie. Petrov ist tot. Ich habe seine Leiche genommen. Nur den Körper. Bei Petrov kam es immer auf den Kopf an. Es war sein Körper. Wie ist das möglich? Filatova. Wenn deine Komplizin eine Neurochirurgin von Dr. Filatovas Kaliber ist, dann ist wohl alles möglich. Hast du das Signal verfolgt? Petrov verschleiert seine Signatur, aber er ist sicher in einem der Wissenschaftszentren. Hast du das gehört, mein Junge? Finde ihn. Sofort. BTF? Charles, was zur Hölle ist hier unten passiert? Was meinst du genau? Wer hat die Regierungskommission getötet? Wie habe ich überlebt? Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Du hast auf einmal das Bewusstsein verloren, als hättest du von hinten einen Schlag abbekommen. Da war ich auch außer Gefecht gesetzt. Okay, also ist er an meine Synapsen gebunden? Aber BTF? Was ist das denn? Was war das für ein Monster aus rotem Polymer? Das war ein Neuropolymer-Datenspeicher. Ein Datenspeicher? Was speichert er denn? Leichen? Der Boss sagte, er sei ein Tribut an die Verstorbenen. Was hat das mit Daten zu tun? Da wirst du Dr. Setschenow selbst fragen müssen. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass Professor Sacharow auf genau dieselbe Art gestorben ist. Das ist doch völliger Irrsinn. Ich dachte immer, dass Polymer harmlos sei. Alter. Du bist leicht bis mittel verwirrt. Okay. Alter. What? Na gut. Suche Petrov und kehre so bald wie möglich nach Chelomei zurück. Das wird für alle am besten sein. Charles, dieses Monster. Du weißt schon, das rote Polymer-Ding. Der Datenspeicher. Warum sieht es wie ein Mensch aus? Dr. Setschenows Idee. Er wollte, dass er sich unabhängig bewegen kann. Wozu soll sich ein Datenspeicher bewegen können? Dann läuft das Monster davon, verirrt sich und seine wichtigen Informationen gehen verloren. Es wird nicht davonlaufen. Es ist Dr. Setschenow gegenüber genauso loyal wie die Ballerina-Zwillinge. Wenn Dr. Setschenow es in die Außenwelt entlässt, bleibt es als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme immer in seiner Nähe. Sicherheitsmaßnahme? Um Leute anzugreifen? Was meinst du, Genosse Major? Warum sollte es notwendig sein, dass eine Neuropolymer-Substanz, die einen Menschen in Sekunden auflösen kann, sich unabhängig bewegen kann? Heilige Scheiße. Willst du mir etwa sagen, dass der Galert sich an jemanden anschleichen und ihn töten kann, ohne eine Spur zu hinterlassen? Es erinnert mich tatsächlich an eine gewisse Person, die unter ungeklärten Umständen und ohne Zeugen starb, nachdem sie ausgerutscht und in ein Becken gefallen war. Schöne Scheiße. Ja, gibt einem zu denken. Ich denke gerade daran, an die armen Schweine und Kühe, die ich da geschrotet habe. Aber, what the fuck? Das, boah. Heftig. Weißt du, dann erstmal so super schwach und jetzt schon wieder so bei Kräften immer. Was? Alter, ich komme gerade voll nicht klar. Alter Kandare. Ja, das muss man erstmal verdauen. Hey Charles. Wenn Dr. Setschenow seine Zwillinge entsendet, um zum Beispiel Stockhausen zu begleiten, wird er selbst dann von diesem roten Monster bewacht? Das ergibt Sinn. Genosse Stockhausen würde sein Ziel in einer Anlage, in der es von feindseligen Robotern wimmelt, niemals allein erreichen. Und Setschenow würde niemals unbewacht bleiben. Wieso? Er ist ein Held der Sowjetunion. Alle verehren ihn.
Warum würde jemand ihm etwas antun wollen? Ja, warum wohl, Genosse Major? Glaubst du etwa, dass es Leute im Kreml gibt, die auf ihn eifersüchtig sind und ihn beseitigen wollen? Sie wollen wohl eher einfach Macht über Kollektiv gewinnen. Wenn einer die Welt beherrscht, ist es kaum überraschend, dass ihm der Thron streitig gemacht wird. Und zwar von sehr mächtigen Leuten. Besser Dr. Sechenov als Generalsekretär von Kollektiv als sonst jemand. Generalsekretär? Meinst du, das erwartet ihn? Natürlich. Was sollte er sonst werden? Ich hoffe, du hast recht. Was ist Scheiße? Ich glaube immer noch, dass wir es waren. So, jetzt fahren wir mal mit dem Töff-Töff. Mann, Tobi Wild! Kann das Ding auch hupen? Nö. Charles, wie konnte Petrov Informationen an den Westen schicken? Die Anlage befindet sich im Lockdown. Petrov kann nichts direkt an jemanden übermitteln. Sonst hätte er es bereits getan. Darum versucht er ja, die zentrale Übertragungsstation von Kollektiv zu hacken. Meinst du diesen riesigen Ball, der am Himmel schwebt? Du sagst also, dass Petrov in der Nähe ist. Ich glaube schon. Das Notprotokoll hat den Großteil der Kommunikation zwischen Anlage 3826 und der Außenwelt blockiert. Diese Blockade kann nicht überwunden werden. Dazu wäre eine gesamte Wissenschaftsakademie erforderlich, wie die Akademie der Konsequenzen. Was will er dann erreichen? Wie du zweifellos bereits festgestellt hast, ist ein Kommunikationskanal mit der Außenwelt verbunden, der dem Notfallprotokoll nicht untersteht. Die geheime Regierungsleitung. So ist es. Diesen Kanal benutzt Dr. Sechenov, um den Kreml zu kontaktieren. Sonst hat niemand Zugriff darauf. Ja, niemand außer Oma Sina. Was führt Petrov also im Schilde? Ich glaube, er will die zentrale Übertragungsstation überlisten, indem er sich als Dr. Sechenov ausgibt. Dieser Mistkerl. Oh Mann, der Wagen kommt ja gar nicht mehr vorwärts. Charles, könnte Petrov wirklich die Übertragungsstation täuschen? Die wurde ja nicht von... Aber doch weiter! Anfängern programmiert. Da muss es doch Sicherheitsmaßnahmen geben, oder? Petrov ist ein begabter Ingenieur und Deswegen wollte ich aussteigen, weil er steigt lahmarschig aus. Was? Wie sagt man so mit Messer, Gabel und so spielt man nicht, ne? Du kannst mich so bedrohen, wie du willst. Wenn Dr. Sechenov seine Zwillinge entsendet, um zum Beispiel Stockhausen zu begleiten, wird er selbst dann von diesem roten Monster bewacht? Das ergibt Sinn. Genosse Stockhausen würde sein Ziel in einer Anlage, in der es von feindseligen Robotern wimmelt, niemals allein erreichen. Und Sechenov würde niemals unbewacht bleiben. Wieso? Er ist ein Held der Sowjetunion. Alle verehren ihn. Warum würde jemand ihm etwas antun wollen? Ja, warum wohl, Genosse Major? Astrologen haben eine Atomherzwoche angekündigt. Die Anzahl der Gegner verdoppelt sich. Charles, wie konnte Petrov Informationen an den Westen schicken? Die Anlage befindet sich im Lockdown. Petrov kann nichts direkt an jemanden übermitteln. Sonst hätte er es bereits getan. Darum versucht er ja, die zentrale Übertragungsstation von Kollektiv zu hacken. Meinst du diesen riesigen Ball, der am Himmel schwebt? Du sagst also, dass Petrov in der Nähe ist. Ich glaube schon. Das Notprotokoll hat den Großteil der Kommunikation zwischen Anlage 3826 und der Außenwelt blockiert. Diese Blockade kann nicht überwunden werden. Dazu wäre eine gesamte Wissenschaftsakademie erforderlich, wie die Akademie der Konsequenzen. Was will er dann erreichen? Wie du zweifellos bereits festgestellt hast, Scheiße, ich bin auf irgendeine Scheiße gelandet. Ist ein Kommunikationskanal mit der Außenwelt verbunden, der dem Notfallprotokoll nicht untersteht. Die geheime Regierungsleitung. So ist es. Diesen Kanal benutzt Dr. Sechenov, um den Kreml zu kontaktieren. Sonst hat niemand Zugriff darauf. Ja, niemand außer Oma. Ich mal aussteigen. Was führt Petrov also im Schilde? Ich glaube, er will die zentrale Übertragungsstation überlisten, indem er sich als Dr. Sechenov ausgibt. Dieser Mistkerl. Oh, ja. Charles,
Schau, könnte Petrov wirklich die Übertragungsstation täuschen? Die wurde ja nicht von Anfängern programmiert. Da muss es doch Sicherheitsmaßnahmen geben, oder? Petrov ist ein begabter Ingenieur und Programmierer. Er hat es nicht ohne Grund in die Anlage 3826 geschafft. Er hat die digitalen Datenübertragungsprotokolle zwischen Programmierer und Roboter und zwischen Robotern untereinander optimiert. Er weiß also am besten, wie die Übertragungsstation funktioniert. Bedeutet das, dass Petrov sie täuschen könnte? Warum hat Dr. Sechenov diese Protokolle einer einzigen Person anvertraut? Das ist nur vorübergehend. Nach dem Start von Kollektiv 2.0 sind die digitalen Kommunikationskanäle nicht mehr relevant. Dann wird alles über Neuropolymer-Schwingungen übertragen. Der binäre Code verschwindet im Papierkorb der Geschichte. Genauso wie die Programmierer. Kein Wunder, dass Petrov so angepisst ist. Er will für Chaos sorgen, solange er noch kann. Grob gesagt ja. Auch wenn ich vermute, dass Petrov auch noch andere Motive hat. Scheiß auf seine Motive. Er ist ein Verräter. Wie viel Zeit bleibt uns, um ihn zu stoppen? Es ist wirklich kompliziert, die zentrale Übertragungsstation von Kollektiv zu hacken. Selbst mit der richtigen Verbindungsausrüstung wird Petrov dafür eine Weile brauchen. Und wo findet er außerhalb des Wissenschaftszentrums solche Ausrüstung? Nur an Bord des fliegenden Chelomei-Komplexes. Sonst nirgends? Na geil. Jetzt bist du geliefert, Petrov, du Verräterschwein. Hey Charles. Ist schon heftig, also eben gerade ist hier gerade gelernt draußen gewesen. Viele Rettungswagen, viel Feuerwehr, viel Polizei. Also geh vorsichtig vor. Dann sollten wir lieber leise sein.